we are the droids you're looking for. Mobile Games sehen mittlerweile toll aus, überzeugen mit komplexen Spielmechanismen und liefern satten Sound. Einzig beim Force Feedback hinken Smartphones und Tablets noch hinterher. Mehr als müde Vibrationseffekte spürt der mobile Spieler auf der aktuellen Hardware nicht. Wissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts der Uni Potsdam arbeiten bereits an der Zukunft des haptischen Feedbacks für Mobile Games. Um auszuprobieren, wie das sogenannte Muscle-Propelled Force Feedback funktioniert, habe ich mich ins Labor begeben, mich im großen Stile verkabeln lassen und mir einen Interview- und Spielpartner geschnappt, der sich mit der Zukunftstechnologie auskennt. Pedro Lopez, PhD und Forscher in der Human-Computer Interaction Group am Hasso-Plattner-Institut. So, ich bin jetzt hier mit Pedro, der dieses ganze Projekt quasi angedacht und möglich gemacht hat, der hier ein Student ist an der Universität im Human Computer. What was the exact name? Human Computer Interaction. Also Mensch-Computer-Interaktionsprojekt quasi. Und ja, ich habe das ja ausprobiert. Es ist wirklich beeindruckend. Also man kann das ganz schwer beschreiben, wie das sich anfühlt, wenn man quasi das Spiel Force Feedback über Elektroschocks in dem Muskel spürt. But Pedro, maybe tell us first, what was the idea behind the project? Why did you do it? What should it do in the future? What is the reason you do this? Surely. So many of you probably remember, I don't know if the viewers are gamers from the 90s and the 80s, we used to go to arcade salons and used to play racing games with force feedback wheels, and even the chassis of the car would move around left and right. And that was a great experience. What happened in the 2000s is that the smartphone became the center of our lives. So we just play games. We want to play games where on the S-Bahn, not where on the arcade salon. So what is happening now is that force feedback sensation of the game can move us just got lost. Mm. And me and my colleagues here at the Hasso-Plattner Institute, we started thinking, is there a way that we could do this without using motors and big actuators that we cannot carry around? And so the solution for that is this one. We have a little device that can generate a medically safe current that will make your muscle contract via these electrodes here. When your muscle contract, caused by some car in the game bumping into you or something, you feel the phone going to the left and you want to steer your car to the right. So with the other muscle, you're going to fight that force. Okay. And when you feel force feedback. Okay, let me just translate that. Also, die Idee dahinter war einfach, viele von euch erinnern sich vielleicht, unsere älteren Leser in den 80er Jahren, man ist in Spielhallen gegangen, hat irgendwie was gespielt und da gab es, die tollen Automaten waren immer die irgendeine Form von Force Feedback hatten. Also sei es jetzt ein Auto, wo sich das ganze Chassis mitbewegt hat, das Lenkrad. Manch einer hat zu Hause jetzt auch ein Force Feedback Lenkrad oder nutzt eben an der PlayStation zum Beispiel diesen DualShock Controller, der Vibrationen weitergibt. Inzwischen sind ja aber Konsolen und Spielhallen schon längst nicht mehr Mittelpunkt unseres Lebens, sondern das ist eigentlich das Smartphone. Und zwar gibt es da auch ja so Vibrationsgeschichte. Man hat da so ein ganz minimales Force-Feedback, aber ein richtiges Force-Feedback gibt es eben im Smartphone nicht. Und das war der Grundgedanke, den sich quasi Pedro und seine Mitarbeiter angenommen haben und sich überlegt haben, wie können wir das ins Smartphone bringen. Und die Idee dahinter ist einfach, das Ganze über medizinische Stromstöße zu realisieren. Also vielleicht hat schon einer von euch mal irgendwie eine Muskelreha machen müssen. Da kennt man das. Es gibt solche Geräte, die quasi Muskelaufbau tätigen, indem sie leichte Stromstöße in den Muskel geben und den dadurch bewegen, kontrahieren. Und dieses Konzept, das ist auch medizinisches Equipment, was man hier verwendet. Dieses Konzept haben Sie eben mit dem Smartphone gekoppelt und im Effekt führt das dazu, und das hat man ja vorhin auch oder sieht man ja auch, wenn ich das ausprobiere, dass quasi, wenn im Spiel was passiert, entsprechend die Reaktion direkt an den Muskel weitergeführt wird und man quasi das Force-Feedback wirklich in der Hand hat und sogar unwillkürlich, also man kann sich gar nicht dagegen wehren, eine Handbewegung oder eine Fingerbewegung macht. So, how do you realize it? How does it work technically? We can also demonstrate a bit. Basically what we have here is this medical compliant signal generator creates a waveform that's not that far away from what actually your nerves deliver to your muscles. We use these electrodes here, and when that energy gets delivered to your muscles, they contract involuntarily. The connection from the smartphone to the device that we built is using Bluetooth, so there's actually no cables. And it's still a research prototype that we just built 6 months ago. So it's still pretty big and it fits on the back of the phone, but obviously all of this electronics are super, super easy to miniaturize, and we can see future form factors, such as the whole thing being a very small bracelet or even being embedded in the phone. Okay. Also, wie das Ganze funktioniert ist, dass hier unten in diesem Glaskasten, das ist tatsächlich dieses medizinische Teil, das diesen Reizstrom oder diesen Strom quasi, ich kann das mal ausprobieren hier, also ich drücke jetzt mal hier drauf und man sieht, Pedros Hand bewegt sich, und das macht er nicht mit Absicht, sondern das passiert durch diese Stromstöße, die hier über diese Konnektoren in seinen Arm gehen. Und das ist eben das medizinische Equipment, das den Stromstoß hier hinsendet und dafür sorgt, dass der Muskel sich bewegt. Jetzt habe ich seine Hand mal wieder entspannt. Which one? On the right. Yeah, stronger.
Ah, okay, also ich kann seine Hand auch in die andere Richtung, denn das ist ganz lustig, also ich kann Pedro hier fernsteuern quasi damit, ich ärgere ihn jetzt aber nicht weiter und die Verbindung zwischen Smartphone und diesem Block hier unten dran, wo quasi der Strom generiert wird, die findet über Bluetooth statt und man hat dann eben ein Befehlsset im Telefon, der das vernünftig ansteuert. Jetzt ist das im Moment natürlich alles relativ groß, Pedro meinte aber gerade schon, technisch, weil das eigentlich alles sehr kleine Komponenten sind, ist es kein Problem, das in der Zukunft auch deutlich kleiner zu machen und dann irgendwann auch mal in ein Smartphone zu integrieren. Now, the integration into the smartphone is something you're not really working on because this is something you just do the research and maybe in a few years someone will come and build this as a production. We see this as a research prototype and what we're really interested in doing here is to understand how this can replace the traditional force feedback, how can we make it mobile and what other things can we also generate besides gaming with this type of force feedback. We will explore smaller form factors, but the integration on smartphone, I believe in 10 years or so, as a group, we always look in a far future, so I believe in 10 years or so, companies will be very interested in this and maybe they will deliver this to the customers. Okay, also das, was hier am Hasso-Plattner-Institut in dieser Richtung passiert, ist jetzt erstmal nur eine Machbarkeitsstudie und vor allem der Versuch rauszubekommen, wie kann man das effektiv in Spiele integrieren. Dass das irgendwann mal in die Serie kommen könnte, ist nicht auszuschließen, ist sogar wahrscheinlich, dass sich irgendwann jemand dafür interessiert und das dann umsetzt. Im Moment gibt es da aber keine konkreten Pläne und die würden auch gar nicht von hier ausgehen, sondern das müsste man dann schauen, wie das läuft. Also ihr braucht jetzt nicht darauf warten, dass das nächstes Jahr irgendwie zu kaufen ist, das wird nicht passieren, aber grundsätzlich technisch ist eine also eine Verkleinerung des Ganzen durchaus möglich und auch, das hat der Pedro mir vorhin erklärt, das wird final oder wenn es jemals in die Serie kommt, so nicht aussehen, sondern das würde man dann durch ein Armband oder ähnliches realisieren, dass das Ganze natürlich dann noch einfacher zu tragen ist, weil das sind hier so Klebedinger, die sind relativ kompliziert an- und wieder abzumachen. Das wäre natürlich nichts, wenn es dann je in die Serie kommt. Davon sind wir aber erstmal noch weit entfernt. But you have already some apps, some games you showed me, maybe we can have a look at them again, which use this technology, which use this muscle contraction. Also wir schauen uns jetzt mal ein paar Spiele an, die das quasi unterstützen. Ich erkläre euch das mal nebenbei. Ich habe es ja ausprobiert. Ihr seht mich jetzt gleich hier beim wilden Muskelzucken in den Spielen. Also, das erste Spiel, was wir hier haben, ist quasi ein Flugsimulator mit Windmühlen, die kommen und da Gegenwind blasen. Und man muss dann eben... Also in dem Moment, ich versuche euch das jetzt so zu erklären, wie ich das empfunden habe, in dem Moment, wo jetzt diese Windmühle da auftaucht, kriege ich quasi am selben Arm oder am gegenüberliegenden Arm, ich weiß es nicht mehr, einen Reiz und muss dann quasi gegensteuern automatisch. Bei dem Spiel war es jetzt tatsächlich so, bei mir war der Strom natürlich auch relativ niedrig eingestellt, war es jetzt nicht so, dass ich wirklich mit dem Arm rumgerissen habe, es war mehr so eine Signalwirkung, die das hatte. Ich merkte, links passiert jetzt was und habe dann eben automatisch gegengesteuert. Also das ist quasi so ein relativ simpler Anwendungsfall, der jetzt spielerisch auch nicht so wahnsinnig viel Sinn macht. We have another app, which is a multiplayer app. Also Menschen tun sich ja gerne gegenseitig weh. Es gibt ja da auch bekannte Spielautomaten, die das als Prinzip hatten, man kriegt einen Stromschlag, wenn man irgendwie ein Tor einfängt oder sowas. Und das haben die Jungs hier eben in eine App umgesetzt. Und jetzt müsste ich quasi auch mal ein bisschen mitgreifen. Ja. Das ist so eine Art, man kennt das früher, es gab diese Holzspiele, wo man so eine Kugel dann balancieren musste. Gab es dann auch als Apps ganz oft für Smartphones und das haben wir jetzt auch. Nur, dass hier eben jetzt Pedro und ich gegeneinander spielen. Also ich muss versuchen, meine rote Kugel quasi in den roten Kreis zu manövrieren. Und unterwegs, habt ihr gerade gesehen, kann ich da eben so Blitze genau aufsammeln. Und wenn ich die dann aktiviere durch einen Tipp auf den Screen, dann kriegt der Pedro halt einen ordentlichen Stromschlag und kann in dem Moment auch seine Kugel nicht mehr richtig steuern. Und ihr kennt das daran unten, wenn unten dieses Gehäuse aufleuchtet, dann passiert da gerade was. Also das ist ein schönes Beispiel für eine Multiplayer-Anwendung, eben wo man sich über die Stromschläge gegenseitig, na jetzt nicht direkt Schmerzen zuführen kann, aber ein bisschen ärgern kann. Okay, and there was a third app, which was very interesting, because it takes the whole thing to the, let's say, third dimension. Also man kennt das ja, Smartphone-Spiele oder überhaupt Bildschirmspiele sind natürlich zweidimensional, die sind flach, da hat man eigentlich keine Tiefeninteraktion. Die kriegt man jetzt hier auch jetzt nicht richtig, man kriegt sie aber dadurch, dass das Ganze hier jetzt an den Muskel gekoppelt ist, der den Finger bewegt, beziehungsweise die Hand hoch und runter bewegt. Und wenn ich jetzt quasi über diesen Ninja, den es da zu slashen, also wie bei Fruit Ninja, den muss ich quasi kaputt machen, wenn ich da rüber gehe,
erkennt das Smartphone, wo ich gerade bin mit meinem Finger, und in dem Moment, wo ich an dem Ninja bin, der sich ja wehrt, wird meine Hand hochgedrückt und ich muss dann mit sehr, sehr viel Kraft quasi dagegen drücken und versuchen, auf dem Ninja zu bleiben, um ihm eben Schaden zuzufügen. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich mit meiner Hand dann auf einmal eine dritte Dimension habe, also ich gehe quasi vom Bildschirm weg und muss dann mit Kraft auf den Bildschirm draufdrücken, und je nachdem, wie hoch dieser Stromstoß eingestellt ist, erfordert das schon richtig viel Kraft. Ja, so, these were the three apps you have right now. Very interesting examples of how this technology could work in final games and as a final product. I think it's really an interesting technology. It's it would give games a whole new dimension, especially mobile games. So I'm looking forward to see more from this, and I thank you very much for having us here, showing us all this stuff, and wish you all the best for the future development of this technology. Thank you very much. Thanks for showing up, guys. Thank you. Bye-bye. Armin von Android next hier mit der, I forgot the name again. What is the name of the technology? Muscle-propelled force feedback. Muscle-propelled force feedback, also muskelangetriebenes force feedback. Schöner Name für eine schöne Technologie. Armin von Android next. Bis dann. Tschüss. Please leave a message after the tone. www.androidnext.de